ist sonst nichts mehr. Na gut. Gucken wir mal hier hin. Und dieser Gang hier unten sieht ein bisschen so aus wie der Bereich, wo die Minecrawler waren. Jetzt sollten wir da nochmal ran angucken. Da hinten ist irgendein rot leuchtender Raum, eine große Halle und da noch ein geschlossenes Gitter. Gehen wir erstmal hier den Tunnel lang. Dazu brauchen wir neues Licht. Und die Zauber sollten wir uns ein bisschen aufsparen, weil allzu viele davon haben wir nicht mehr. Mit etwas Glück ist das hier eine Verbindung zu dem Minecrawler. Aber, ah, genau. Zu euch. Da hinten ist ein Gitter, das offen ist. So, die Platten kommen mit. Die Fackel auch wieder, sonst sehe ich da gleich nichts. So, Tor ist offen und da hinten ist wirklich das Minecrawler-Nest. Und hier... Gucken wir mal kurz hoch. Ja, das ist der Bereich, wo wir schon waren. Gut, gut. Also wir haben da eine schnelle Verbindung. Wir sind ja da die Treppen hoch oder diese Stufen hoch, haben da diese drei Zombies getötet, sind wieder runter und durch den Gang wieder hier hoch. Aber wir könnten auch einfach hier durchgehen. Hm? Na gut, waren wir in dem Bereich hier schon? Gucken wir mal ganz kurz. Da liegen auf jeden Fall noch Tränke, die kommen schon mal mit. Aber die lassen wir inzwischen hier auch manchmal ganz gerne liegen. Ah ja, doch, die Schalter. Hier waren wir schon. Gut, also bleibt nur noch der Hauptgang da. Der höchstwahrscheinlich in denselben Bereich führt, wo wir gerade eben schon waren. Aber sicher, sicher, wir sollten hier alles schön erforschen. Da ist eine Sackgasse. Hier haben wir wieder so einen Stein. Aber wir haben kein Schwert mehr zum Reinstecken. Hm. Oh. Der wird das Schwert wohl haben. Und wir sollten diesmal uns vielleicht ein bisschen besser vorbereiten. Nicht Untote vernichten, sondern Untote erschaffen wollte ich eigentlich. So als kleine Unterstützung. Das war letztes Mal schon recht knapp. Also wenn der zum Zaubern kommen wäre, hätten wir wahrscheinlich ein arges Problem gehabt. Und das sollten wir nicht nochmal riskieren. Also, Skelette beschwören. Und jetzt können wir uns mit dem anlegen. Ja, genau mit dir. Und sein Stab brennt diesmal. Der von dem anderen hatte, wenn ich mich richtig erinnere, Blitze. Sterblicher! Du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Ja, komm her. Ah, siehst du? Da kommen wir fast gar nicht zum Angreifen. Oh, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Oh. Das war viel zu knapp. Schnell einen Heiltrank. Und da hinten scheint noch irgendjemand aggressiv zu sein, sonst würden die Skelette nicht so schnell dahin laufen. So, das reicht erstmal. Was hat er dabei? Ein Schwert, den Stab und eine Rune. Das Schwert stecken wir gleich mal hier rein, damit wir schnell abhauen können. Ja. Weg zurück ist wieder frei. Sehr schön. Fackel kommt auch wieder mit. Und dann gucken wir uns mal den Raum da genauer an, wo drin er stand. Und warum die Skelette so nervös geworden sind. Oh, scheint irgendeine Art Opferaltar zu sein. Hm. Da ist noch ein Trank in der Ecke. Aber sonst scheint hier nichts zu sein. Nur eine kleine Nische. Ja. Aber gut, wir haben noch einen von den Priestern getötet. Das kann nur was Gutes für uns bedeuten. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in den Hauptbereich zurück.
Müssen dann doch durch den Tunnel wieder. Also ich hatte ja zuerst gedacht, dass der Bereich hier in den Bereich führt, wo wir eben gerade waren. Aber dem ist nicht so. Also müssten wir entweder hier wieder hoch oder einfach unten durch die Tunnel. Und da es doch ein wenig kompliziert war mit der Akrobatik da oben, nehmen wir einfach den Tunnel. Geht dann doch ein bisschen schneller. Oh, und einer unserer Skelette ist gerade vorgelaufen. Wo willst du denn hin? Gucken wir mal, wo er hinläuft. Den großen. Oh, das ist ein Minecrawler. Zwei Minecrawler. Na gut. Oh. Und einer aus dem Sektenlager. Na gut. Kümmern wir uns erstmal um die Minecrawler. Dann gucken wir, was er zu sagen hat. Genau, ihr. Da hast du noch mal Glück gehabt. Verschwinde! Du bist hier nicht erwünscht! Willst du mich aufhalten? Ja, ich werde dich aufhalten, damit du Meister Kalom nicht von seinem Vorhaben abhalten kannst, den Schläfer zu erwecken. Versuche nicht, mich anzugreifen. Der hohe Priester hat Meister Kalom und uns anderen einen Teil seiner Macht verliehen. Wir sind nun unsterblich. Ich kann dir zeigen, wie unsterblich du bist. Mache dich bereit, deinem Schöpfer gegenüberzutreten. Na, du kommst nicht mal dazu, dein Schwert zu ziehen. So, und erledigen. Aber gut zu wissen, dass hier in dem Bereich des Tempels sich Kor Kalom eingenistet hat. Jetzt müssen wir nur noch reinkommen. So, die Platten nehmen wir auch nochmal alle mit. Da ist noch ein Zombie, aber der kommt nicht rein und wir kommen nicht raus. Was gibt's denn hier noch? Da ist nun ein eingestürzter Bereich. Das sieht man kaum. Machen wir kurz eine Fackel an. Aber hier ist schon wieder so eine Zeichnung mit den Bögen und einem Ziel. Was soll uns das jetzt sagen? Gibt es irgendetwas, wo wir drauf schießen sollten? So, also hier haben wir jetzt... Da ist schon wieder so eine Zeichnung. Da hinten vielleicht? Speichern wir mal kurz ab. So, und gucken da jetzt rein. Wenn wir hier irgendwo reinkommen. Kein Knopf. Wir könnten versuchen, auf die Symbole selbst zu schießen, aber das scheint nur ein Hinweis zu sein und nicht das eigentliche Ziel. Ne, hier ist auch zu. Na gut, bleibt nur noch dieser rot leuchtende Raum. Oh, deswegen leuchtet er rot. Das ist beleuchtetes Blut. Und jede Menge Skelette. Der Boden sieht hier aus, als wenn hier Stacheln rauskommen würden. Das kann nicht gut sein. Und das da könnte die Zielscheibe sein. Wie machen wir das am besten? Der Bereich hier sieht sicher aus. Aber von hier aus können wir die Zielscheibe nicht treffen. Dann stellen wir uns doch mal hier hin. Ja, von hier aus geht das. Aber das Skelett stört ein wenig. So. Dann gucken wir mal nach dem Bogen. Aber da haben wir bestimmt einen dabei. Kurzbogen, sehr schön. So war das nicht geplant. Oder doch? Ich höre Stein auf Stein knirschen. Also wahrscheinlich war es doch so richtig, dass wir nicht drin standen. Es knirscht ja immer noch. Was passiert denn da? Hier drin schon mal nichts mehr. Aber irgendwo anders werden riesige
Steinblöcke verschoben. Hier ist das Gitter immer noch zu. Hier auch. Ah, jetzt hat's aufgehört. Klick. Irgendwas hat gerade Klick gemacht. Oh, hier leuchtet was. Aber nicht hell genug, damit wir wirklich sehen könnten, was es ist. Also, nächste Fackel her. Oh, da ist ein Knopf. Jetzt von hier aus dagegen schießen? Ah, gut. Nicht in den Stacheln stehen. Hier ist besser. Hoffentlich kommen die jetzt nicht hier raus. Nö. Hat aber auch nichts bewirkt. Also wir warten lieber noch ein bisschen, aber... Ah, na also. Wir hören Gittern aufgehen. Und gehen die Stacheln jetzt gleich hoch? Das müssen wir mal schauen. Oh oh. Schnell raus hier, bevor wieder irgendwas anderes passiert. Na gut. Der Raum ist jetzt begehbar. Gucken wir da doch mal rein. Da ist wieder so ein Ding auf dem Boden. Letztes Mal, als wir sowas gesehen haben, sind der Dämon rausgesprungen. Da haben wir wieder Knöpfe, die wir drücken können. Rot. Blau-grün kann man bei diesem Licht schwer erkennen. Und gelb oder weiß. Das sind nicht dieselben Farben wie am Eingang. Ist hier irgendwo eine Tafel, die uns sagen könnte, welche Reihenfolge wir nehmen müssen? Oder ist die Reihenfolge einfach egal? Aber wenn die egal ist, warum dann die Farben? Na gut, wir sehen hier keine Stacheln im Boden. Das heißt, wir probieren jetzt einfach mal den hier aus. Klick. Nichts passiert. Okay. Den hier. Klick. Also wir hören Knirschen, aber das ist wahrscheinlich nur der Schalter, der sich zurücksetzt. Bleibt nur noch er hier. Das war wohl die falsche Reihenfolge. Oder ist hier noch irgendwas, was man anschießt? Da oben sind Schalter. Schießen wir erstmal auf dich. Dann auf dich. Und sonst sehe ich keinen. Da oben würde noch Sinn machen, aber nee. Vielleicht wurden dadurch jetzt die zwei hier irgendwie frei gemacht. Oder aktiviert. Klick. Nein, nur wieder das zurücksetzen. Hier probieren wir jetzt mal zuerst den roten und dann den blauen. Irgendwas müssen die beiden Schalter ja wohl bewirkt haben. Da war gerade ein komisches Geräusch. Da schon wieder. Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Und jetzt wahrscheinlich nur noch den hier. Dann kommt wieder ein Geräusch und dann passiert irgendwas. Speichern wir mal ab. LP.
87.